Susan Hofmann, der Tag des offenen Denkmals, da macht auch dieses Jahr Marienberg selbstverständlich wieder mit. Und es gibt neben bisherigen, schon gezeigten Objekten an diesem Tag, auch zwei neue. Die Jagdsäule schauen wir uns dann an. Und jetzt sind wir im Welterbe-Besucherzentrum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was wird denn hier mal stattfinden? Welchen Zweck erfüllt diese Einrichtung? Ja, welchen Zweck erfüllt dieses neue Welterbe-Besucherzentrum? Die Verleihung des Titels UNESCO-Welterbe jährt sich im nächsten Jahr, im Juli 2024, bereits zum 5. Mal. Dieser Status UNESCO-Welterbe ist eine besondere Chance zur Entwicklung des Potenzials einer gesamten Region. Es ist aber auch und vor allem eine Verpflichtung zum Schutz und zum Erhalt der uns anvertrauten Kulturlandschaft und der 22 darin enthaltenen Welterbebestandteile. Wir alle schützen und schätzen aber nur das, was wir kennen, was uns etwas bedeutet, was uns wichtig ist. Und diesen Zweck, diese Vermittlung dieser Inhalte, die Bedeutung des Welterbestatus, diesen Zweck erfüllt das zukünftige Welterbe-Besucherzentrum hier in der Stadt. Wir haben einen Standort ausgewählt, direkt am Marktplatz, im Herzen unserer Idealstadtanlage. Wir nutzen dazu die vorhandene Bausubstanz im Erdgeschoss. Es wird außerdem einen Anbau im Innenhof geben, um dort die Inhalte zum UNESCO-Welterbe zu vermitteln. Also, was gibt es denn heute denn alles zu bestaunen? Also heute wollen wir erstmal einen Überblick verschaffen, erstmal den Marienbergern erklären, in welchem Gebäude das zukünftige Welterbe-Besucherzentrum einziehen wird. Das ist noch gar nicht bei allen so bekannt, einige wissen schon darüber Bescheid, andere sind auch überrascht. Und wir haben ein paar Bilder zum aktuellen Planungsstand mitgebracht, was hier entstehen soll, gemeinsam mit unserem Architekten und auch mit den Ausstellungsgestaltern haben wir das ja in den vergangenen Monaten entwickelt und werden daran auch weiter arbeiten und das möchten wir gerne den Besuchern heute schon mal so ein bisschen vorstellen. Wann ist denn mit der Fertigstellung zu rechnen? Also erstmal beginnen die Bauarbeiten, also auch an der Außenfassade des Gebäudes schon in diesem Monat. Die archäologischen Erkundungen im Innenhof beginnen im September dieses Jahres, also am 18.09. Und parallel dazu laufen die Planungen, die Fachplanungen, die Ausschreibungen. Und wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2024 dann auch tatsächlich anfangen können zu bauen im Innenhof mit dem Anbau. Und gehen davon aus, dass die Bauzeit ungefähr 2 Jahre betragen wird, inklusive der Gestaltung auch der Inneneinrichtung und der Ausstellung. Herr Klaassen, der Tag des offenen Denkmals führt uns heute zu einer Jagdsäule. Die befindet sich oberhalb am Reiterberg bei Marienberg. Sie haben sich mit der Historie, also der Geschichte, beschäftigt. Was gibt es denn zur Jagdsäule zu sagen? Ja, die Jagdsäule steht da als Erinnerung zu einer Jagd, die vor exakt 250 Jahren hier stattgefunden hat. Genau hier. Friedrich August III., also damals als Herzog Friedrich August III., später König Friedrich August I., war hier der Chef vom Ganzen, der Jagd einladende. Ihm zu Ehren wurde die Jagd veranstaltet und vor allen Dingen wurde ihm zu Ehren dann dieses Denkmal aufgestellt. Und zwar, das war ein Christian Wilhelm Petzold, der wollte sich bei seinem Chef ein bisschen einschleimen und hat dann diese Jagdsäule finanziert, natürlich ganz groß draufgeschrieben, zu Ehren der Hochwürdigsten und so weiter, finanziert von Christian Wilhelm Petzold. Ja, auf der Säule stehen neben den herzoglichen Teilnehmern drauf, die ist eine Liste von den Förstern, die teilgenommen haben, Oberförster, Förster. Dann ist das erlegte Wild aufgeführt, vor allem natürlich Hirsche. Es gab ja damals die hohe Jagd und die niedere Jagd. Die hohe Jagd war den Herzogen vorbehalten. Zur hohen Jagd gehört alles bis zum Reh. Bei Wildschweinen war die Grenze. Alles, was kleiner war als Wildschwein, gehört zur niederen Jagd. Das durften Förster und kleine Adlige erlegen. Die Bauern natürlich nicht. Und das war das Problem. Die Herzöge haben sich die hohe Jagd vorbehalten, Hirsche und so weiter. Keiner durfte sie jagen, also haben die sich fürchterlich vermehrt. Und die Bauern litten hier also ganz erheblich unter Wildschäden. Was durfte ein Bauer denn machen, wenn da eine Rotte Wildschweine seinen Acker verwüstet? Ja? Wenn er mit dem Knüppel kam, war das schon Wilderei.
Er durfte bestenfalls hingehen und sagen, husch, husch, ihr bösen Tierchen, haut ab, ihr macht ja meinen Acker kaputt. Mehr durfte er nicht machen. Ja? Deswegen waren sie einerseits froh über diese Jagdveranstaltung. Andererseits, das war ein Riesenunternehmen. Ja? Da kam der Herzog mit seiner Frau und seiner Mutter hierher, ein paar Adlige noch mit dabei und die Förster. Aber die halbe Bevölkerung hier aus dem Landkreis musste ja mithelfen. Als Treiber mussten Zäune im Wald aufstellen, Netze, zum Teil einfach Seile spannen, wo so Tuchfetzen angebunden waren, um das Wild halt quasi einzusperren, um eben die ganzen Tiere dem Herzog vor die Flinte zu treiben. Ich glaube nicht, dass er jetzt da still und heimlich durch Unterholz gekrochen ist und gewartet, bis er irgendwo so ein Viech sieht, sondern die haben ihm das zugetrieben. Ja, es wurden vor allen Dingen Hirsche erlegt, aber noch ein bisschen anderes Viehzeug, ein paar Fasane, ein Hase, aber das waren eigentlich alles nur Kollateralschäden. Entscheidend waren die Hirsche, ich glaube 44 Stück waren es, der schwerste Hirsch, ein 14-Ender von rund 210 Kilo, 450 Pfund damals. 210 Kilo, das muss ein ganz schönes Viech gewesen sein. Hirsche werden momentan in Deutschland maximal 170 Kilo schwer. Also war er irre stolz auf diese Jagdbeute. Jetzt erstrahlt ja diese Jagdsäule in neuem Glanz, wenn man an das Alter denkt. Da ist was passiert in den vergangenen Jahren. Ja, also 2016, als ich mich erstmals mit der Jagdsäule befasste, war sie im schlechten Zustand. Abgebröckelt ist sie aus Porphyr. Porphyr ist ja ein weiches Gestein, zum Teil nicht lesbar. Die Farbe fehlte an vielen Stellen. Sie stand also ganz schlecht. Die stand eigentlich auf dem Schutthaufen. Ja, etwas schief, kein solider Untergrund. Die wurde abgebaut und von der Firma vom Steinmetz Löschner wurde sie restauriert, auf einen neuen Sockel gestellt. Ja, hervorragend hergerichtet. Ich hatte ein bisschen Arbeit, die Texte wieder herauszufinden. Einige waren ja ganz weg. Es war ein bisschen mühsam, anhand von alten Aufnahmen, anhand von alten Texten, das wieder alles so hinzukriegen. Ist ja so, die ist zigmal restauriert worden. Bei jedem Restaurieren, man schreibt ab vom Vorgänger, man rät, man vermutet, es gibt immer wieder mal Fehler. Ja? Und das auf den Originalzustand wieder zu bringen, ist nicht ganz ohne. Auf jeden Fall ist sie jetzt ordentlich hergerichtet, schön bemalt. Im Winter kommt da so ein Kasten drauf, damit der Salznebel von der Bundesstraße halt das Ding nicht wieder beschädigt. Was würden Sie sich denn wünschen im Hinblick auf die Zukunft der Jagdsäule? Ja, ich finde es bedauerlich, dass die in Marienberg, bei den Marienberger Bürgern, recht unbekannt ist. Ja, also wenn man die Leute fragt, viele haben davon gehört, sehr viele haben sie noch nie gesehen, fahren dran vorbei, man kann auch schlecht hinkommen. Ich finde, es ist das prächtigste Denkmal, was Marienberg hat. Und da schließe ich auch die Protestantsäule mit ein. Ich meine, die ist natürlich eigentlich noch bedeutender, keine Frage, aber Protestantsäulen hat jeder zweite Ort hier. Ja? Aber wer hat eine Jagdsäule? Sehen Sie sich um in Sachsen. Es gibt bei Hetzdorf, irgendwo im Tharandter Wald ist das eine Jagdsäule von 1735, etwas älter, aber im schlechterem Zustand, nicht restauriert, nicht bemalt. Das ist aber das Einzige. Ja, dann gibt es bei Dresden noch etwas, das nennt sich Jagdsäule, das ist aber nur eine einfache Stele mit Jahreszahl und Kurschwert und sonst nichts, kann man eigentlich nicht Jagdsäule nennen. Also ist das nicht nur die prächtigste Jagdsäule von Sachsen, sondern eigentlich die einzige echte Jagdsäule.